Frau Zwickert, danke für die freundliche Begrüßung. Ihnen allen mein Mitleid, dass Sie jetzt nach dem Mittagessen einen Vortrag anhören müssen. Ich bin froh, dass ich selber sprechen darf, sodass ich auf keinen Fall einnicken kann. Ich will versuchen, das bei Ihnen zu verhindern, muss aber gleich vorneweg sagen, ein kleines Bedauern aussprechen, dass ich jetzt hier als Mann spreche, weil mir und Ihnen vielleicht auch schon aufgefallen ist, dass heute ausschließlich Männer Vorträge halten, was dazu beiträgt natürlich, unseren männlichen Fähigkeiten Geltung zu verleihen. Wir sind ja immer der Auffassung, da ist noch irgendwas zwar schon gesagt worden, aber noch nicht von mir. Und also reden wir. Ja, und Männer haben da also ein ungebrochenes Selbstbewusstsein nach wie vor. Mir ist aufgefallen. Wenn es Ihnen noch nicht aufgefallen ist, ist es Ihnen auch aufgefallen. Im September haben wir fast noch Frauen. Das nützt mir ja nichts. Jetzt bin ich ja heute hier. Also dieses Vertrösten auf die spätere Zeit, das ist natürlich typisch für die Diakonie. Und wir wollen aber... Na gut, okay. Das war jetzt nur eine kleine Vorbemerkung, damit ich Sie ein bisschen aufwecke. Es gibt noch einen zweiten Grund. Ich bin gebeten worden von Frau Zwickert. Gleich wieder am Mikrofon für unsere Aufnahmekünstler, auch ein, zwei Worte zu sagen, warum ich überhaupt mich für das Thema Grundeinkommen interessiere. Dazu nur einen Satz sagen und dann werden Sie gleich aus meinem Vortrag, aus den Folien heraus erkennen, wo auch meine aktuellen Bezugspunkte dazu sind. Aber meinen ersten Aufsatz, den ich überhaupt geschrieben habe, der veröffentlicht worden ist 1984, echt schon lange her, der handelte vom Grundeinkommen. War damals nur ein Büchlein. Herausgegeben von dem damaligen Wagenbach-Cheflektor Thomas Schmid, Befreiung von falscher Arbeit. Und mich beschäftigt dieses Thema, wenn ich genauer sagen muss, seit 1982, also seit ich zum ersten Mal eine Art Saulus-Paulus-Erlebnis hatte. Ich habe zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass das Grundeinkommen richtig ist. Das entstand nicht aufgrund von nichts, sondern ich hatte davor Erich Fromm gelesen, muss ich hinzufügen, haben oder sein. Und das fand ich erstmal ein bisschen befremdlich. Und dann irgendwann habe ich weiß nur genau, wo ich stand, da ich studierte damals in Tübingen, wo ich das Gefühl hatte, das ist richtig. Es gab dann zwischendurch immer wieder Anfeindungen in mir selber, wo ich das Gefühl hatte, vielleicht ist es doch nicht richtig, vor allem, weil ich in meinem Leben ab und zu Menschen begegnet bin, denen ich das Grundeinkommen nicht gegönnt habe. Und da kam ich dann so ins Grübeln, ob das eine gute Idee ist mit dem Grundeinkommen. Ich habe mich dann damit abgefunden, dass ich nicht König von Deutschland bin und das nie werden werde, sodass diese Frage, ob ich jetzt dafür bin, dass jemand ein Grundeinkommen bekommt, politisch total irrelevant ist. Und als Soziologe habe ich mich dann wieder beruhigt und bin also weiter in diesen Weg gegangen. Ich will heute zu drei Themen etwas sagen, zu zwei Themen ausführlich. Das letzte Thema nur ganz kurz, je nachdem, ob Herr Kober kommt, ob er nicht kommt, kann ich das natürlich ausweiten. Herr Zegbers hat mich heute wieder motiviert davon. Die Professoren sind da in der Lage, über alles zu reden. Wenn unser Thema fertig ist, dann finden wir noch ein neues Thema. Auch das kann ich natürlich auch machen. Aber da müssen Sie bitte auch gucken, wenn Sie mich komisch angucken, dann merke ich das und dann stoppe ich. Oder wenn mich die Diskussionsleitung verzwickert, wenn Sie sagen, jetzt reicht's langsam, dann höre ich auf. Wege zum Grundeinkommen, werde ich aktuellere Wege zum Grundeinkommen skizzieren, dann werde ich Varianten des Grundeinkommens diskutieren. Das ist ein bisschen ausgiebiger, das wird Ihnen dann gleich klar werden, warum ich das in einem bestimmten, auch sozialpolitischen Kontext hier diskutiere und am Ende sozusagen etwas zur Praxis des Grundeinkommens sagen, mit diesem Code Einfachheit versus Vereinfachung. Meine Mitarbeiterinnen haben mir auf den Weg gegeben, das musst du unbedingt sagen, weil wenn du über Grundeinkommen heute nachdenkst, wir leben in der Zeit des Populismus, das Europawahl steht an, für die, die es noch nicht wissen, am Sonntag wählen gehen. Und die Frage ist ja interessant, manche kriegen es ja nicht mit, weil sie so beschäftigt sind. Und die interessante Frage ist ja, ist sozusagen Einfachheit ein politisches Problem? Oder ist Einfachheit möglicherweise eine politische Anforderung in der Demokratie? Sie werden ahnen, vielleicht weiß ich nicht, ob Sie was ahnen, Sie können ja in mich nicht reingucken, aber wer irgendwas von mir schon mal gelesen haben sollte, wird vielleicht dann gemerkt haben, dass ich sehr für Einfachheit bin. Aber mir ist auch bewusst, dass Einfachheit nicht so einfach ist. Also gerade in Bezug auf den Sozialstaat, das werde ich Ihnen versuchen, ein bisschen deutlich zu machen. Wege zum Grundeinkommen. Ich erwähne kurz zwei Projekte. Ein Projekt erwähne ich natürlich schon deswegen, weil es ein Projekt ist, was ich mit der Diakonie Schleswig-Holstein gemacht habe. Es ist im letzten Jahr veröffentlicht worden. Es war ein zweijähriges Projekt Zukunft der Altenhilfe.
Da war die Annahme in dem Projekt soziale Innovationen, sozialer Wandel und nachhaltige Entwicklung. Wir haben dann, das kann man auch im Internet finden, man alles. Die Idee war auch die 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen auch sozusagen in eine Anwendung hineinzubringen, eine konkrete sozialarbeiterische und sozialpolitische Anwendung. Zentrale Fragestellung war ja, wie können wir überall alt werden? Sie haben vielleicht von SDG schon mal gehört, das Bild werden Sie sicherlich irgendwann schon mal gesehen haben. Und Sie werden dann, vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass bei diesen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, die ja mittlerweile Teil auch der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung sind, auf Länderebene, auf kommunaler Ebene eine Rolle spielen, dass das erste Ziel bei diesen erstmal soziale und ökologische Ziele zusammenbringenden internationalen Strategieplan, erste Ziel keine Armut ist. Und da kann man jetzt schon ins Grübeln kommen, was hat es mit dem Thema Grundeinkommen zu tun? Ich habe nochmal drei weitere Kreise angedeutet, wo sozusagen Fragestellungen mit dem Grundeinkommen zu tun haben, auch in diesen UN-Zielen eine Rolle spielen. Ich möchte das aber nicht vertiefen, sondern auf ein Ergebnis eingehen. Dieses Projekt endete mit zwei Szenarien, dieses Projekt der Diakonie. Und im ersten Szenario, also in dem, was gewünscht worden ist, von 90% der Befragten gewünscht worden ist, stand im Zentrum, ein Grundeinkommen schafft die Altersarmut ab und ein erneuerter Generationenvertrag prägt die Altenhilfe. Ich will im Detail nicht darauf eingehen, aber es war beachtlich, dass dieses Thema Grundeinkommen für die dort in dem Prozess, in Zukunftswerkstätten, Zukunftskonferenz, in anonymisierten Online-Befragungen relevanten Fragestellungen eine sehr wichtige Stelle für die Leute eingenommen hat. Es war nicht sehr konkret, sie blieb allgemein, aber die Idee Grundeinkommen und interessanterweise auch bei vielen Mitarbeitern der Diakonie, die ja sonst immer im Ruf dafür steht, sozusagen historisch, Herr Segbers hat es heute Morgen ja ausgeführt, eher Grundeinkommen skeptischer zu sein als zum Beispiel jetzt auf der Parallelseite der katholischen Kirche, gibt es ja durchaus mehr und intensivere und längere Diskussionen, die positiv sich gegen ein Grundeinkommen positionieren. Ein zweites Projekt, was ich erwähnen möchte, davon, es wurde vorher schon angesprochen, das Zukunftslabor Schleswig-Holstein, das hat jetzt konkret Ende letzten Jahres begonnen, das Projekt. Wir haben da gerade die erste Veröffentlichung auf den Weg gebracht vor wenigen Wochen, auch eine erste öffentliche Veranstaltung dazu gemacht, Auftaktveranstaltung, Literaturstudie. Da ging es um demografischen Wandel und Digitalisierung. Kollege Bach hat das schon wohlwollend erwähnt. Du bist auch Teil unseres Teams dabei und wirst sozusagen in Bälde groß zum Einsatz kommen, mit ganz großem Einsatz, warst schon beim Einsatz, aber wenn es um die Frage der Berechnungen geht. Es ist ein komplexes Projekt. Ich will das hier nur andeuten. Die Frage war die Auswirkungen, also eine Bestandsaufnahme auf die sozialen Sicherungssysteme. Das erste Studie, wenn Sie können Sie im Internet umsonst runterladen, können Sie es auch für wenig Geld bestellen, kriegen es dann um Konto frei nach Hause geschickt. Also das ist, ich finde es lesenswert und das Ergebnis ist desaströs. Wenn wir weiter so machen, und der Kollege Kaltenborn, Bruno Kaltenborn hat diese Teilstudie zum Bereich Demografie und Sozialsysteme formuliert und schauen sich die Ergebnisse an. Das ist nichts, wenn wir, also für mich geht es vielleicht gerade noch, aber die etwas Jüngeren unter uns, die ja in der Minderheit sind hier, die werden auf schlechte Zeiten zusteuern. Das ist einfach objektiv so, wenn da nicht eine strukturelle Reform passiert. Aber die Reformen, die jetzt diskutiert werden, die ja, es gibt ja eine Menge Finanzprojektionen, Raffel-Hüsschen-Werding, Finanzministerium, die alle da aufgearbeitet sind, zeigen, die Welt wird nicht gerade leicht, jemals in Bezug auf die Rentenpolitik. Wir haben dabei Schlüsselfaktoren identifiziert, die werden, zurzeit befinden wir uns in der Entwicklung und Entwicklung von Zukunftsszenarien, um auf deren Grundlage alternative Reformszenarien zu konstruieren. Und wir laufen gerade auch eine Erfahrungsstudie, da haben wir drei exemplarische Grundeinkommensprojekte herausgegriffen, untersuchen sie, die den drei klassischen Wohlfahrtsregimetypen zugeordnet sind. Also wir denken immer alles systematisch, muss ich hinzufügen. Also wir sind einfach keine Phänomenologen, sondern wir sind halt Strukturtheoretiker. Ist einfach so, weil wir der Wahrheit nahe kommen wollen. Und wir haben da drei, ja ist so, ja, Entschuldigung, das ist unsere Aufgabe als Wissenschaftler. Und die Idee ist sozusagen, dass wir haben da das Finnland als ein typisches sozialdemokratisches Regime herausgegriffen, Vereinigtes Königreich als mit dem Universal Credit, eine Großreform im Bereich der Grundsicherung in Großbritannien und Italien, was mit dem aktuellen Bürgereinkommen zurzeit ja gerade praktiziert, gerade eingeführt worden ist. Und wir werden also diese drei Systeme untersuchen. Es ist echt gar nicht so einfach, da was rauszufinden, aber wir finden was raus. Und wenn man sich Mühe gibt, das kann ich Ihnen sagen, wenn man sich wirklich Mühe gibt, wenn man wirklich arbeitet,
Wenn man die arbeitet, dann kriegt man was raus. Es fällt einem eben nicht alles zu. Ich bin trotzdem für ein Grundeinkommen, aber ich bin natürlich auch für wirkliche Arbeit. Was wir dort diskutieren, ist nur als Beispiel, und das, ich werde gleich zeigen, wo wir im Augenblick stehen, so eine Überlegung ist ja, gibt es mal Reformszenarien mit hohem Rechtsaufwand, es gibt Szenarien mit einem mittleren Rechtsaufwand, es gibt natürlich auch Szenarien mit einem etwas geringeren, niedrigeren Rechtsaufwand, also zum Beispiel Ausbau von Grundsicherungselementen, mit geringerem Rechts, niedrigerem Rechtsaufwand verbunden. Wir müssen ja immer bei allen Rechtsreformen und Sozialpolitikreformen sind ja zunächst immer auch Rechtsreformen mit ökonomischen, kulturellen, sozialen und so weiter Effekten oder Voraussetzungen, aber es sind eben immer auch Rechtsreformen, die müssen natürlich immer im Kontext der Vereinten Europäischen Union betrachtet werden, weil wir natürlich komplex eingebunden sind in der offenen Methode der Koordinierung zwar, aber in komplexen Rechtsprechungszusammenhängen, die alle berücksichtigt werden müssen bei jedweder Form der Reform der sozialen Sicherung. Auch Reformen mit sehr hohem Rechtsaufwand, Klassiker wurde vorher angesprochen, ist natürlich zum Beispiel im Bürgergeld, wenn man das komplett umstellen wollte, das Sozialsicherungssystem oder ein bedingungsloses Grundeinkommen à la Götz Werner, was gar von der Mehrwertsteuer finanziert würde, da müsste natürlich das System komplett umgebaut werden, natürlich ein gigantischer Rechtsaufwand. Eine andere Perspektive ist zum Beispiel Reformszenarien nach Typen zu unterscheiden und da hat sich die Landesregierung, ist eine Jamaika-Koalition, wie Sie vielleicht wissen, in so etwas diffus, sehr vage drei Typen ausgedacht, nämlich ein Typus Bürgergeld, Typus Grundeinkommen und Typus Weiterentwicklung der Sozialsysteme. Das war so eine Überlegung. Das haben die Leute in der Politik, sind die Menschen ja, Herr Kober ist leider noch nicht da, aber der würde mir zustimmen, zähneknirschend, aber in der Politik geht es ja immer ein bisschen einfach zu. Da überlegt man sich irgendwas, man hat sich überlegt, Bürgergeld, das ist ja die FDP, ja? Grundeinkommen sind die Grünen. Also ich saß vor ein paar Wochen mal mit den Spitzen der Grünen Schleswig-Holstein zusammen. Wir wollten ja auch Partizipation organisieren. Und von denen, die da saßen, also in der es war eine Menge, Staatssekretäre, Minister, in der Runde, die da saßen, du warst dabei. War kein einziger fürs Grundeinkommen. Kein einziger. Ich dachte, also die Grünen sollen angeblich fürs Grundeinkommen sein, aber die da saßen, oder habe ich mich vertan? Hier war keiner richtig dafür. Naja, wenn man sehr, sehr wohlwollend ist, sehr, sehr wohlwollend ist. Ich spreche gerade einen Kollegen Wolfgang Strengmann-Kuhn an, der nachher nochmal auf die Bühne kommt. Bitte? Ja. Warst nur Gast. Okay, aber es war aber faszinierend. Also das heißt aber, die Grünen gelten als Grundeinkommen und die CDU gilt als Weiterentwicklung Sozialsysteme, kann man sich schon denken, sind ja konservativ. Aber nicht vergessen, es gab mir mal ein Modell von Dieter Althaus, immer in CDU, jetzt nicht mehr so prominent, aber damals hat er ein Bürgergeld vorgeschlagen. Wir haben das damals auch berechnet, das ist jetzt 12, 13 Jahre für die Adenauer-Stiftung, sein Modell. Und das fand ich ganz interessant, es gab sogar eine Kommission beim Parteivorstand, die ist von, ich war da als Gast dabei, von Merkel eröffnet worden, als Parteivorsitzender. Also es gab auch in der CDU eine solche Diskussion. Und das versuche ich den Leuten zu vermitteln. Leute, seid nicht so schablonenhaft, schaut mal auf das Schillernde und schaut auf die individualisierende Perspektive auf das Thema Grundeinkommen. So, jetzt wollte ich sagen, wo komme ich her? Das sind so Überlegungen, da bin ich ja in solchen Prozessen drin, diskutiere darüber. Und dann schaue ich mir, was macht die Bevölkerung? Ich bringe jetzt mal drei Bilder. Die PowerPoint-Folie können Sie im Internet schon finden. Ich habe sie auf unserer Homepage schon hochgeladen. Oder wird sich auch die Diakonie wird es sicher auch zur Verfügung stellen. Hier, also einmal eine Marktforschungsagentur hat mal danach gefragt. Erstaunlicherweise wussten sehr viele Leute, die befragt wurden, waren knapp über 1000, was ein Grundeinkommen ist. Naja, da habe ich meine großen Zweifel, wenn ich meine Studierenden frage, die wissen da meist ganz wenig, ne? Und ich glaube, die wissen es auch nicht, aber Leute behaupten ja viel in Befragungen. In der Marktforschung behaupten sie, ich bin jetzt für Amazon oder ich bin dagegen. Also man kann alles Mögliche so sagen, ich bin für Mercedes oder ich bin für VW. Egal, jedenfalls behauptet man da auch, sie sind dafür, wissen das und kommen dann zu interessanten Überlegungen. Irgendwie zwischen 750 und 1600 Euro soll das Grundeinkommen sein, ist ja schon ein gewisser Unterschied. Und so weiter. Und dann gibt es eine andere Befragung, INSA, Institut ist der frühere Mitarbeiter und dann Staatssekretär bei Dieter Althaus, Hermann Binkert, Leiter dieses INSA-Institut in Erfurt. Und die haben auch mal eine Befragung gemacht, da kommen relativ hohe Zustimmung, eigentlich schon, aber immer etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist dafür, bei den Jüngeren erstaunlich wenig bei dieser Befragung. Nochmal, das ist eine Kati-Befragung, also eine Telefonbefragung, nach Marktforschungsgesichtspunkten selektiert. Also da muss man vorsichtig sein. Jetzt komme ich leider nochmal mit dem Bild, was du schon gebracht hast. Das tut mir leid, wusste ich ja nicht, was du vorher bringst. Das überspringe ich schnell. Aber trotzdem, das Bild habe ich ja in unserer Studie auch abgegeben, weil
Ich habe es nämlich anders überschrieben. Ich habe eine leichte Modifikation vorgenommen, nämlich Zustimmung Grundeinkommen im europäischen Vergleich. Naja, weil in der ursprünglichen Abbildung bei euch in der Studie heißt es Zustimmung zum bedingungslosen Grundeinkommen. Und dieses Wort, das scheue ich wie der Teufels Weihwasser, weil ich das Wort bedingungslos einfach für albern halte. Es gibt kein Bedingungs, es wird nie ein bedingungsloses Grundeinkommen geben, weil Sie müssen ja zumindest müssen Sie irgendwo was haben, wo man es draufzahlen kann. Also ein Konto oder irgendwas. Also irgendwelche Bedingungen wird es immer geben. Also von da halte ich das mehr so für einen politischen Running Gag mit dem bedingungslos. Kann man natürlich machen. Oder es ist eine Folge einer Fehlübersetzung, weil man unconditional in Deutsch übersetzt hat. Aber unconditional in der englischsprachigen Sozialpolitik-Literatur meint nicht bedingungslos. Aber das ist, kommen wir in die Feinheiten rein. Ich möchte Sie ja nicht in eine sozialpolitische Vorlesung, ein bisschen möchte ich Sie gleich auch dahin führen. Sie sollen ja auch einen gewissen Wissensgewinn haben. Denn den Wissensgewinn, den ich Ihnen vermittle, den habe ich natürlich vorher auch schon erzielt, indem ich geforscht habe. Ist ja klar, nichts fällt vom Himmel. Nochmal, Sascha Liebermann, man muss auch arbeiten. Entschuldigung, da haben wir schon vor 20 Jahren drüber gestritten. Okay, aber manche meinen, können Sie es einfach machen, Verdi zum Beispiel. Verdi hat dann auch eine Stellungnahme rausgegeben, ob das eine soziale Alternative ist. Dafür wende ich jetzt nur 20 Sekunden auf für die beiden Folien, weil mehr sind sie nicht wert. Denn die haben nämlich ausgerechnet, oh, kostet eine Milliarde, netto 900 Milliarden und so weiter. Oh, das haben sie mit dem Taschenrechner eine Rechnung aufgestellt. Wo ist da? Ah, Herr Martin, wir waren doch in der Veranstaltung, wo diese Verdi Fuzis das vorgetragen haben. Es war ja wirklich niveaulos und am Ende, es geht überhaupt, kann man gar nicht finanzieren, geht überhaupt nicht. Also auf so einem Niveau kann man natürlich diskutieren, machen wir hier nicht. Das ist uns zu billig. Also wir wollen natürlich schon ein bisschen seriöser sein und deswegen nochmal kurz innehalten, ja wozu eigentlich überhaupt Grundeinkommen? Ist es überhaupt eine gute Idee? Was wollen wir eigentlich erreichen? Ja, was wollen wir überhaupt? Oder bekommen wir dasselbe Ergebnis nicht auch ohne Grundeinkommen? Ja, und das heißt, wir brauchen sozusagen eben doch einen konzeptionellen Rahmen, in dem wir die Diskussion überhaupt führen können. Und ich schlage dafür vor, das ist jetzt, wer meine Literatur kennt, wird sich nicht wundern, die Idee des Wohlfahrtsregimes von Augusta Esping Anderson zu nutzen, halte ich für einen sehr vernünftigen Frame, vor allem für die vergleichende Sozialpolitikforschung, aber auch für die nicht in dem engeren Sinn vergleichende. Ich habe das kann ich jetzt nicht wirklich erläutern, Sie können es aber bei Gelegenheit natürlich nachlesen, aber die Quellen natürlich auch dann gleich alle überall angegeben. Die Grundidee ist beim Esping Anderson Ansatz, dass er drei Grundtypen von Wohlfahrtsregime aufgrund der komplexen historischen Analyse unterschieden hat, nämlich sozialdemokratischen typisch, den liberalen typisch, willkommen Herr Kober, der liberale Typus wird natürlich auch respektiert, bei Esping Anderson, bei mir natürlich auch, und den konservativen, der komplett unterschätzt wird, vor allem meine meisten linken Freunde glauben immer, dass die Konservativen nichts zu bieten haben in Sachen Sozialpolitik, ein fundamentaler Irrtum, haben natürlich ein Konzept. Die Frage ist, ob das richtig ist. Aber sie haben ein Konzept. Und dann gibt es ein viertes Modell, das habe ich mir mal ausgedacht. Und ich nenne es Garantismus. Das ist ein Begriff, der stammt nicht eigentlich von mir, aber von Fourier. Aber es ist, die Idee ist sozusagen einen vierten Regimetypus. Ich habe das mal mit einem Kollegen entwickelt, Carigier, der damals Präsident der Schweizer Vereinigung für Sozialpolitik war. Und da kam man am Beispiel der Schweiz da drauf. Möglicherweise gibt es auch Sozialpolitik-Systeme, die sozusagen systematisch auf dem Fokus Ethik oder auf Menschenrechten basieren. Ist sowas denn denkbar? Und ich glaube ja, und deshalb komme ich zu vier Regimetypen, die alle unterschiedlichen soziologischen, steuerungstheoretischen Prinzipien folgen. Das ist aber jetzt nach dem Mittagessen in die Feinheiten, wäre das nicht gut. Glauben Sie mir, dass es schon überlegt ist, und wenn Sie es nicht glauben, lesen Sie es nach, und wenn Sie es immer noch nicht glauben, schreiben Sie mir eine Mail. Aber erstmal ist das die Grundidee, also die Idee, wie kann man sozusagen Sozialpolitik systematisch arbeiten. Das werden Sie gleich merken, es hat Folgen. Wenn ich so rangehe, wenn ich so die Welt deute, also so, ich sage immer noch für die Leute, die da ein bisschen begriffsstutziger sind, ja, aber solche Systematik, das gibt es doch gar nicht, und Webers Idealtyp, Mörser, so ein Quatsch. Dann sage ich immer, Leute, warum gerade vier? Sage ich, warum gibt es da nicht 15 und sowas? Naja, man kommt zum Beispiel mit vier Himmelsrichtungen auch ganz schön weit. Dirkes Weltatlas fand ich immer faszinierend, als Kind schon, Deutschland in 30 Bildern. Ja, Straßen, Topografie, Wasserwege, also ich kann dasselbe mit der richtigen Systematik unterschiedlich analysieren. Ich muss aber die richtige Systematik haben. Wenn ich die nicht habe, dann verstehe ich nichts von der Welt. Also es ist ein Vorschlag und ich finde es keinen schlechten Vorschlag. Und jetzt gehe ich mal ganz kurz durch die Sozialpolitik durch und da werden Sie merken, wo die Probleme liegen. Denn wenn Sie mal... Es gibt nämlich vier Typen auch von Sozialpolitik, die sind nicht ganz deckungsgleich mit den Wohlfahrtsregime-Typen, aber mit interessanten Parallelen. Klassiker natürlich Sozialversicherung, kennen wir alle Bismarcks Modell,
Schöne Bilder gibt es dazu, das Deutsche Bundesarchiv ist voll davon. Ich will einen Gedanken herausgreifen, der für die Sozialpolitikdebatte, Grundeinkommensdebatte extrem wichtig ist. Ich zitiere hier mal Franz Ruhland, sozusagen Doktorand von Winfried Schmäl gewesen, der große Architekt, sozusagen christdemokratischer Architekt des Nachkriegssozialstaats. Ruhland, lange Zeit Geschäftsführer des Verbands Deutsche Rentenversicherungsträger, Deutsche Rentenversicherung mittlerweile und noch immer sozusagen sehr geschätzt in diesem Milieu. Und hier hat er was in einem Artikel über die Bedeutung des Äquivalenzprinzips gesagt. Das will ich Ihnen, ich will es Ihnen nicht vorlesen, lesen Sie es ruhig mal. Das ist zentral. Die deutschen Konservativen, bis weit in die SPD, bis weit in die Grüne, bis weit in die Linken, bis weit in die FDP hinein, glauben an das Äquivalenzprinzip. Klar, ich meine, Säkularisierung führt natürlich dazu, dass man sich Glaubenssurrogate sucht. Der eine ist fürs Fußball, der andere für Madonna und dritter eben fürs Äquivalenzprinzip. Naja, es ist so ein Glaubensprinzip. Das wird auch nicht reflektiert bei diesen Leuten. Stefan, stimmt's? Stimmt. Also ich lüge Sie ja nicht an. Ich erzähle nur Wahrheiten. Ne? Also fast nur. Manches weiß ich nicht ganz sicher, aber bei dem weiß ich es ganz sicher. Das ist sozusagen ein Glaubenssatz, Äquivalenzprinzip. Und da wird es, der einzige Unterschied ist, dass wir sozusagen nicht nach bestimmten Kriterien von Typen differenzieren, also Mann, Frau, behindert, nicht behindert. Das ist das Einzige, was als Sozialversicherungsgedanke hier hochgehalten wird. Das ist aber nicht der einzige, der möglich ist. In anderen Ländern gibt es noch andere Prinzipien, auf die ich gleich komme. Es gibt aber auch in Deutschland noch andere Prinzipien. Es gibt natürlich den Klassikerprinzip, nämlich die Fürsorge. Das Fürsorgeprinzip ist in Deutschland als Sozialversicherung sehr wichtig historisch. Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge heißt es zum Beispiel, Dachverband aller Wohlfahrtsträger. Das heißt, Fürsorge ist ein wichtiges Prinzip, das Bedarfsprinzip Versägbars, das ist sozusagen da verankert in diesem Momentum. Und es ist historisch, wenn man es ein sehr stark, meiner Meinung nach, ein konservatives Gedankenmodell. Sozialpolitik, theoretisch wird es aber von Liberalen vertreten, also ist die Welt, ist kompliziert. Liberale sind sehr stark für das Bedarfsprinzip im internationalen Maßstab. Die deutschen Liberalen sind ein bisschen mixed people. Aber Fürsorge wichtiger, es kommen aber noch zwei weitere Prinzipien. Und das dritte Prinzip in Deutschland, was auch in Lehrbüchern überall steht, ist Versorgungsprinzip. Versorgungsprinzip ist ein sehr zentrales Prinzip, wird sehr unterschätzt in Deutschland. Man denkt immer Beamtenversorgung, Kriegsopferversorgung, Soldaten und so weiter. Ist aber mittlerweile ausgeweitet worden in viele Bereiche. Also Kindergeld, Versorgungsprinzip. Elterngeld, Versorgungsprinzip. Ja, also das sind sehr, also ein nach dem Finalprinzip organisiert, aus Steuermitteln finanzierte Leistungen. Spielt eine sehr große Rolle. Und last but not least, es gibt noch ein viertes Prinzip, nämlich die Bürgerversicherung. In Deutschland gibt es sie auch, das ist den meisten Leuten nicht bewusst, nämlich auf der Ausgabenseite der Pflegeversicherung. Da haben wir ebenfalls eine Bürgerversicherung. Alle in Deutschland, ob es Privatversicherte oder gesetzlich Versicherte, haben dieselbe Leistungsstruktur in der Pflegeversicherung. Das wird unterschätzt, auf der Finanzierungsseite nicht. Das hat eben was zu tun mit diesem konservativ-korporatistischen Denkmodell. Ich habe das jetzt in verschiedener Form, habe ich das hoch und runter durchexerziert, diese Modelle. Das habe ich jetzt, die Zeit, wir sind ja keine Vorlesung, kann ich Ihnen nicht ausführen. Aber denken Sie mal drüber nach. Ich will noch ein anderes Beispiel, das bringe ich immer an einer der ersten Vorlesungen. Diese vier Typen habe ich mal in Verbindung gesetzt, das ist jetzt schon 10 Jahre her. Aber es gab mal in den 2000er Jahren eine rege Diskussion über Bürgerversicherung. Es gab sogar mal ganz kurz vor 2 Jahren, erinnern Sie sich dran, Martin Schulz, können Sie an den noch erinnern? Ja, es ist Martin Schulz, aber... Da hinten hat er ein Fähnchen, sehr, sehr schön, es gibt auch noch Fans von Martin Schulz, immerhin tingelt er jetzt aus Deutschland. Und für einen Moment sah es so aus, als hätte er eine eigene Meinung in der Koalitionsverhandlung. Er wollte Bürgerversicherung durchsetzen. Aber dann hat er sich leider nicht richtig vorbereitet, ähnlich wie Andrea Fischer, vielleicht kennen Sie das, kennt ja gar niemand mehr, bei den Grünen mal die einzige Gesundheitsministerin, auch mal kurzzeitig für eine Bürgerversicherung war. 3 Tage später hat sie das zurückgenommen, den Vorschlag, weil da, sie habe sich vertan und so. Sie können in der Politik nicht irgendwas erzählen, ohne sich vorbereitet zu haben. Dürfen Sie nicht. Also Sie müssen natürlich, Sie müssen was wissen, sonst geht's nicht. Hat es Schulz vermeint, hat Schulz damals versäumt. Bürgerversicherung ist aber ein Prinzip, ein relevantes Prinzip. Wir haben es in vielen Ländern, ich werde kommen gleich noch auf die Schweiz zu sprechen, weil die Schweiz das auf eine wunderbare Weise durchführt. Aber nicht nur in der Schweiz, wir haben es auch in den Niederlanden. Wir haben das, die größte Bürgerversicherung der Welt übrigens für die Leute, die sich mit Sozialbildung nie beschäftigt haben, finden Sie in den USA. Social Security, die größte Bürgerversicherung der Welt. Ich sehe immer, dass Stefan Bach vor mir nicken, das freut mich, weil du bist sozusagen jetzt mein Thermometer, wenn ich mal was falsch, wenn du das falsch redest und du guckst, dann werde ich sehr nachdenklich.
Aber sozusagen hier ist es, nein, das ist wirklich, das sind interessante Fragen. Und in Deutschland wird es eben wegbuchstabiert. In Lehrbüchern, nirgendwo taucht es auf. Dabei ist es ein Prinzip, ein Leistungsprinzip von Sozialpolitik. Und ich will jetzt noch ganz kurz einen Satz zur Grundeinkommensversicherung sagen, weil das ist natürlich mein persönliches Hobby, das möchte ich nicht verhehlen. Ne? Als ich irgendwann auf die Idee kam, mich mit der Schweiz zu beschäftigen, fand ich diese, und das habe ich mal verschiedenen X veröffentlicht, habe ich dazu was geschrieben. Und die Idee ist sozusagen, warum könnte man nicht eigentlich das Prinzip der Bürgerversicherung, wie die Schweiz das ja auch macht, an der Rentenversicherung, auf alle Geldleistungssysteme des Sozialstaats auswenden? Nur so als Gedankenkonstrukt. Ne? Kann man sich vorstellen, ich habe das aber auch noch nicht gemacht, haben wir überschlagen. Jetzt habe ich es aktualisiert, die Daten, also 8 oder 10 Euro wäre sozusagen so ein aktueller Satz. Und dann gibt es maximal das Doppelte, man könnte natürlich auch, in der Schweiz ist es so, sie kriegen maximal das Doppelte des Grundbetrages. Jetzt könnte man natürlich auch das ausweiten, man könnte bis zum Dreifachen gehen, dann würden die Beiträge natürlich entsprechend steigen, ist klar. Ja, und dann haben sie natürlich gewisse Mindestzeit, also nicht wie die SPD mit ihrer Grundrente, im Prinzip kein schlechter Vorschlag, aber leider nichts aus der Schweiz, nirgendwo gelernt, weil die Schweiz macht das natürlich immanent innerhalb des Systems der Sozialversicherung. Es gibt einen pauschalen Bundeszuschuss, 20% in der Schweiz, der ist aber nicht, der hat nichts zu tun mit irgendwelchen äquivalenzfremden Leistungen, versicherungsfremde Leistungen, wie es bei uns heißt, sondern es ist ein Pauschalzuschuss, politisch definiert. Könnte man auch 2% höhere Beiträge machen, würde das gleiche, hätte den gleichen Effekt in der Schweiz. Aber das ist die Idee. Die Idee war sozusagen, ein System zu haben, wie in der Schweiz, da zahlt man 10,1% Beitrag auf alle Einkommens, also auf alle Erwerbseinkommen, welcher Art auch immer. Und sie zahlen auch auf, wenn sie rein vermögenslose Einkommen, also wenn sie nur von ihrem Vermögen leben, müssen sie auf die Vermögenseinkommen bis zu 18.000 Franken im Jahr zahlen. Also sozusagen ist ein leichtes Mischmodell. Und findet in der Schweiz eine sehr hohe Akzeptanz. Sehr, sehr hohe Akzeptanz, regelmäßig, über lauter AV-Referenden. Und warum kann man dieses Modell nicht ausweiten auf alle Geldleistungen? Ich habe mir einfach überlegt, dann landet man bei 17,5% Beitrag, würde man das höhere Leistungsniveau nach oben ausweiten, dann wären es höher. Aber ich habe natürlich sämtliche Einkommensarten ohne Beitragsbemessungsgrenze drin. Das ist klar. Das ist eine Sozialsteuer. In der Schweiz ja auch so, eine Sozialsteuer. Und deshalb raten viele Steuerberater bestimmten Leuten schon ab, in die Schweiz zu ziehen, weil sie eben die AV-Beitrag zahlen müssen, wo sie in Deutschland noch irgendwie durchmogeln können. Aber das ist eben ein Solidarsystem über nicht zu viel, keine zu hohen Beiträge, aber solche Beiträge würde ich alle umfassen. Das ist die Idee. So, jetzt komme ich. So, das war jetzt Vorspann, aber jetzt muss ich. Haben Sie die Zeit im Blick? Ja, okay, gut. So, jetzt, das habe ich ja nochmal ein bisschen systematisiert. Natürlich, wo ist jetzt genau die Systematik? Das will ich Sie, wir sind da selber jetzt in diesem Projekt auch noch am Rätseln, das ist nicht so einfach, weil ich ja eine Systematik, weil wir auch Berechnungen erstellen müssen, die auch den Leuten nachvollziehbar sind. Und da haben wir, kann ich solche Theoriemodelle machen, oh, da versteht doch die Hälfte der Leute, verstehen es nicht. Also machen wir es viel einfacher. Wir nehmen diese drei Modelle, die die Leute vorgeschlagen haben, und packen noch ein viertes dazu, nämlich eine Bürgerversicherung. Also wir machen Reformszenario Bürgergeld, das liberale Bürgergeld, kommen wir nachher noch dazu, ne? Mein Ansprechpartner in Schleswig-Holstein, Hauptansprechpartner der Regierung, ist der Sozialminister, ist ein FDP-Minister. Für mich auch erstmal gewöhnungsbedürftig. Ja, wo gibt es einen FDP-Sozialminister in der deutschen Geschichte? Die meisten Leute denken, das widerspricht sich. Ja? Aber ja, aber gut, Herr Garck hat dann bei der Diskussion übergeführt, warst du dabei? Kann man im Internet nachschauen? Also er gilt in der SPD, FDP als sozialistisch. Hat er gesagt. Können Sie nachsehen. Das stimmt da vielleicht gar nicht, vielleicht hat er sich da vertan. Aber jedenfalls war das interessant. Ich fand es interessant und liberales Modell. Grundeinkommen, Modell, sozialistisch sozialdemokratischen Typus zugeordnet. Das wird manche verwundern, aber wenn Sie es als einen pauschalen Flatbetrag machen, dann passt es in ein sozialistisches Denkmodell hinein. Konservativ erstmal Weiterentwicklung sozialer Sicherungssysteme und Grundeinkommen ist als ein garantistisches Projekt. Achtung, wirklich wichtig ist mir, ich habe es ja vorgesagt, es gibt Linke, und es gibt Rechte, die etwas durcheinander denken oder quer zu diesen Fronten denken. Der Klassiker, den ich immer in meinen Vorlesungen sage, ist England, Großbritannien, liberales Land mit dem größten sozialistischen Gesundheitswesen der Welt vermutlich, aber zumindest Europas. Größter Arbeitgeber der Welt, Europas ist National Health Service. Ja, also es gibt immer Mischformen, muss man berücksichtigen, aber hier geht es um Prinzipien. Und jetzt meine Überlegung war, jetzt bin ich ja schon fast schon am Ende meines Vortrages, mal zu überlegen, ja, das gehen wir jetzt mal durch. Was ich Ihnen zeige, ist ein rein tentatives Ding. Bitte nehmen Sie das nicht zu wörtlich. Das habe ich mir jetzt gerade mal so überlegt, nicht jetzt gerade, sondern in den letzten Tagen. Wir werden es systematisch noch durcharbeiten. Das ist nicht so einfach, weil ich muss natürlich diese Modelle, wir müssen ja zu Modellen kommen, die nachher auch berechnet werden können.
Nicht so einfach. Aber trotzdem kann man schon mal einige Grundprobleme schon mal beim ersten systematischen Durchgang feststellen. Nämlich zum Beispiel, wie die verschiedenen Typen auf unterschiedliche Evaluationskriterien reagieren. Ich habe mal 7 herausgegriffen. Die gehe ich mal zügig durch. Demografie 1. Liberales Bürgergeld schneidet da ziemlich gut ab. Konservatives Modell übrigens nicht so gut. Digitalisierung schneiden die auch ganz gut ab, weil sie nämlich den Arbeitsmarkt verflüssigen. Das ist die Idee. Diese rein arbeitsmarktzentrierten Modelle haben Vorteile in bestimmten Situationen. Ja, das muss man einfach sehen. Also wenn sie auf Leistung, auf Meritokratie setzen, hat das Vorteile. Aber bei bestimmten Themen natürlich nicht. Beim Thema Armutssicherung natürlich nicht. Da besteht die Gefahr, dass man das gering schätzt, weil man eben auf Leistung abhebt. Ja, das ist ähnlich bei so einem Thema wie Lebensstandardsicherung. Das interessiert wiederum den Liberalen weniger, den Sozialisten nicht so, den Konservativen aber sehr. Der ist sehr daran interessiert, an Lebensstandardsicherung. Ja? Oder bei so einem Beispiel wie Migration. Ja, wie reagiert ein Sozialsicherungssystem auf Migrationsinteressen? Ja? Sehr komplexe Frage, aber unbedingt diskussionswürdig. Unbedingt diskussionswürdig. Ja? Oder last but not least Inklusion. Wie wird Inklusion organisiert? Und zwar von Menschen mit Beeinträchtigungen, von Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Welche Rolle haben sie dabei? Ich gehe jetzt die Punkte nicht am Einzelnen durch, da könnte ich ja selber einen ganzen Vortrag dazu halten. Aber ich will Sie nur ein bisschen inspirieren, auch selber nachzudenken darüber. Und wir werden in diesem Prozess, werden wir über diese Fragen natürlich nachdenken, das ist der letzte Punkt, Umverteilungseffekte. Ist klar, Liberale haben normalerweise ein geringes Interesse an Umverteilung, Sozialisten ein hohes Interesse an Umverteilung. Bei Konservativen ist es unschlüssig. Sehr interessiert an Wert, an horizontaler Umverteilung zwischen Lebensphasen, wenig interessiert an vertikaler Umverteilung und so weiter. Während erstaunlicherweise das Schweizer Modell mittlerweile mit einer robusten Umverteilung gilt. Ja? Obwohl es von Leuten wie SP Anderson immer als liberales Modell abgestempelt worden ist. Es hat aber einen Umverteilung, der ist nicht sehr groß, aber er ist signifikant da. Also so kann man dann zum Beispiel das Ganze mal diskutieren. Und am Ende werden wir, das kann ich Ihnen versprechen, wenn wir in einem Jahr wieder zusammenkommen, dann ist er nämlich sind Sie mit den Berechnungen fertig. Und dann werden wir im nächsten Jahr, etwa in einem Jahr wird es so sein, Frühjahr nächsten Jahres, da werden wir dann mit 4 interessanten Reformszenarien durch die Lande ziehen und das natürlich so suggestiv anlegen, dass wir nachher am Ende zu einem tollen Reformszenario kommen. Das wollen meine Auftraggeber nicht hören, aber das werde ich schon dafür hoffentlich kriegen wir es hin, bin aber noch nicht sicher. Also ich wollte natürlich gerne ein Modell haben, was irgendwie was Gemeinsames hat, worauf man sich einigen könnte. Also sonst wird ja wieder nichts, sonst wird wieder 10, 15 Jahre diskutiert und dann bin ich tot. Also die Frage ist eben Einfachheit vereinfachen. Deswegen, ich komme jetzt zu meiner letzten Folie. Bin ich zu schnell gewesen? Ich habe nur 32 Minuten gesprochen bisher. Ich habe einfach zu schnell geredet. Na gut, jetzt verlangsame ich nochmal zum Schluss. Also wie kann man sowas machen? Und ich glaube, die populistische Versprechen für und gegen ein Grundeinkommen. Es gibt den Populisten, die für ein Grundeinkommen sind, und Populisten, die dagegen sind. Das hält natürlich nicht. Dennoch aber glaube ich, dass es unverzichtbar ist, dass ein Grundeinkommensmodell, was Bestand haben soll, im der Bevölkerung Bestand haben muss, bei den Leuten Bestand haben muss. Die Schweizer haben das einmal versucht. Es gab eine Volksbefragung im Jahr 2016. Da hat man versucht, die Menschen zu befragen, im Juni 2006, vor fast genau 3 Jahren. Und aus dieser Befragung kann man sehr viel lernen, wie man es nicht machen sollte. Weil dort sozusagen ist ein Vorschlag gemacht worden, der war eigentlich sehr klug. Es sollte nur in der Verfassung drin stehen, dass ein Grundeinkommen garantiert wird. Alles weitere Nähere sollte dann im Parlament und überall verhandelt werden. Dummerweise haben die Initiatoren dieses Grundeinkommens oder dieses Referendums, sind natürlich auch eifrig gewesen und die hatten eben bestimmte Ideen im Kopf, sehr stark von Götz Werner inspiriert und hatten dann eine Idee, ein Grundeinkommen von 2.500 Franken vorzuschlagen. Ich glaube 2.500 oder 2.800 in der Größenordnung. Sehr hoch. Ich muss hinzufügen, dass es die Grundrente bei etwa 1.100, 1.200 Franken liegt, die Grundrente. Das heißt, es erschien vielen Leuten sehr, sehr hoch. Und es gab auch keinen Finanzierungsvorschlag. Das heißt, eine Erfahrung, die ich habe damit viel mit Schweizern diskutiert, war auch bei der Vereinigung der Auslandsschweizer eingeladen. Das gab einen großen Impuls dafür. Die Schweizer sind in eurer Befragung, zeigt es eher Nachzügler beim Thema Grundeinkommen, können zu den etwas geringeren Unterstützern. Aber man muss den Schweizern das richtig verkaufen. Und hätte man, aber sie wollten das nicht, ich habe ihnen x-mal gesagt, warum verbindet ihr euch nicht mit dem Bundesamt für Sozialversicherung? Warum diskutiert ihr nicht die Idee Grundeinkommen mit dem Thema Bürgerversicherung? Warum macht ihr das nicht? Nee, wir wollen eine reine Lehre haben. Das wird nichts mit der reinen Lehre.
Also das lerne ich auch. Also ich denke, man muss schauen, was wollen die oder was verstehen die Menschen auch? Und jetzt weiß ich nicht, ob sie irgendwas von dem verstanden haben, was ich gesagt habe. Falls das der Fall war und es auch sogar dem entsprach, was ich gesagt habe, würde ich mich freuen. Wenn nicht, fragen Sie. Danke sehr.